Bitte, es fährt. 1, 2, 3. Es geht los. Also ich denke nur an Heirat. Der dachte an Zweirad. Heirat und er an Zweirad. Genau, super. Okay. Also ich stelle die Frage nur einmal, dann können wir das jetzt mal schnell. Was glauben Sie, wie kam der Karl Freiherr von Dreis auf die Idee, das Laufrad zu erfinden? Ich denke an Heirat und freue mich an Heirat. Wir testen die Allgemeinbildung der Karlsruher Bürger. Wer war der Freiherr von Dreis? Ich bin kein Karlsruher Bürger. Ach du lieber Gott. Ich sage Ihnen ehrlich, ich habe keine Ahnung. Das tut mir leid. Muss ich nicht leid tun? Fragen Sie mich was über Thüringen oder Sachsen. Gut. Was hat Karl Freiherr von Dreis mit Thüringen zu tun? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ja, das war der Radfahrer, der Große. Kennen Sie den Karl Freiherr von Dreis? Nee. Doch. Den Fahrradfritzen, ne? Genau. Wissen Sie, was der erfunden hat? Das Fahrrad, ja. Richtig. Was ist denn ein Fahrrad? Erklär uns das mal. Ein Stanggerät mit 2 Rädern. Und wer hat das erfunden? Karl Benz. Und wissen Sie, wer das erfunden hat? Edison. Klar. Dürfen wir Ihnen gerade mal eine Frage stellen? Bitte. Der Karl Freiherr von Dreis, kennen Sie den? Wo der Karl Freiherr ist. Entscheiden Sie sich, ist er tot oder lebt er noch? Der tot. Gut. Freier gibt es ja heute nicht mehr viel, ne? Freier gibt es schon noch, aber das ist ein ganz anderes Milieu. Dürfen wir Ihnen gerade mal eine Frage stellen? Mhm. Wer war der Karl Freiherr von Dreis? Keine Ahnung. Sie sitzen auf seiner Erfindung. Verstehen Sie Englisch? Ägyptisch? Mehr weiß ich auch nicht. Ja, der Schienemann, der Fahrradmann, der wo das Fahrrad erfunden hat. Richtig, Sie können ruhig schreien, das ist kein Problem, das stört niemanden. Kennst du ihn nicht? Ja, deswegen frage ich ja. Na, ich kenne ihn. Und wer war's? Nee, ich kenne ihn nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wäre mein Mann dabei, der hätte Ihnen sagen können. Von Eis. Nein, von Dreis. Von Dreis. Erfinder des Fahrrades. Was? Wie was? Was für Frage? Ach so, wer war der Karl Freiherr von Dreis? Was? Das war der Mann von der Emilie von Dreis. Aha. Ja? Jetzt könnten Sie mich auch tierisch auf den Arm nehmen. Ich weiß nämlich nicht, dass seine Frau Emilie hieß. Ich auch nicht. Moment, ich bin der Witzige hier, ja? Okay, gut. Wie nochmal? Der Karl Freiherr von Dreis. Vom Fahrrad. Nicht vorsagen, sehr gemein. Jetzt wissen Sie es aber. Es war der Erfinder vom Fahrrad. Ich hab's auch gewusst, doch. Ja? Bei mir ging es jetzt gerade nicht so schnell. Mach nichts. Wer hat das Fahrrad erfunden? Columbo. Richtig. Das erste Fahrrad war doch ein Fahrrad zum Schieben, mit Füßen, ohne Treppel. Einen schönen guten Tag, dürfen wir Ihnen gerade mal eine Frage stellen? Kennen Sie den Karl Freiherr von Dreis? Ja. Es gibt eine Dreis-Schule, ja, das weiß ich, aber... Eigentlich kann man eine Schule nicht nach dem Freiherr von Dreis benennen. Er hat höchstens Vorbildcharakter als genialer Erfinder, aber sein unsteter Lebenswandel als Herumtreiber müsste eigentlich abschreckend wirken. Herr Dreis ist eigentlich nur Freiherr von Sauerbrunn. Und warum heißt sie dann Dreisine? Weil sie Sauerbronnine ein bisschen schlecht anhört? Das würde ich doch sagen, ja. Geboren 1785. Er hatte dann hier in Karlsruhe praktisch eine Stelle als Forstrat oder Forstmeister bekommen. Hatte natürlich halt auch alle Möglichkeiten, mit Holz zu werkeln und zu wirken. Und sehr viele Freiräume, der war seiner Zeit voraus und das wurde also in der Zeit eben einfach nicht akzeptiert. Der Eduard! Historisch nachgewiesen sind 16 Erfindungen, die der kreative Dreis ausgetüftelt hat. So erfand er zum Beispiel eine Kochmaschine, die quasi jede Hausfrau problemlos ersetzte. Wahrscheinlich aus eigener Erfahrung und eigenem Nutzen heraus erfand der dem Alkohol nicht abgeneigte Dreis ein Kühlsystem für Branntweinbrennerei. Neben dem Laufrad, das 1817 entwickelt wurde, waren da noch ein neuartiges Tabakrohr und eine Schnellschreibmaschine auf der langen Liste der Erfindungen aufzuweisen. In jeder Küche gibt es heute einen Dampfkochtopf. Auch den hat er erfunden. Es gibt auch noch andere Erfindungen, die dem verrückten Tüftler nur zugeschrieben werden. So zum Beispiel eine Pflugmaschine und eine Flugmaschine, ein Fuhrwerk, das die Pferde von hinten schieben und eine Pistole, die um die Ecke schießt, soll er sogar erfunden haben, der verrückte Freiherr von Dreis. Musik.
uns auch vorstellen, dass der einfallsreiche Dreis neben der Dreisine auch noch ein paar andere unveröffentlichte Erfindungen gemacht hat. So zum Beispiel die Schreibmaschine, die Apfelsine, die Rosine oder die Cousine oder die Limousine, das leckere Sprudelgetränk. Die Woche haben sie erst im Fernsehen wieder jemand gezeigt, wo das die Rosine katholisch gab. Die Rosine? Ja. Das Holz. Das ja, der hat, das stimmt richtig. Den, genau, das war der Rasierapparat, den hat er nämlich auch erfunden. Deswegen auch Rosine. Und anschließend hat er dann auch die Scheidung erfunden. Die Scheidung hat er nicht erfunden. Nein, nein, da waren ja Brüder da, die haben ihn daran gehindert. Also der musste schon verheiratet bleiben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Aber das wusste ich nicht, dass er vom Rasierapparat auf das Fahrrad kommt. Richtig, vom Rasierapparat zum Fahrrad ist an sich schon eine sehr abstrakte Idee. Ich fahre Fahrrad. Sie fahren, aber Sie rasieren sich nicht? Nee. Und deswegen möchte ich Sie jetzt fragen, was glauben Sie, wie kam der Mann auf die Idee, das Fahrrad zu erfinden? Können Sie ein bisschen langsamer reden? Ich verstehe es nicht genau. Wie kam der auf die Idee, ein Fahrrad zu erfinden? Zu was transportieren oder so? Halt, dass er nicht alles laufen muss. Mal schnell von A nach B. Hallo, wir möchten gerne wissen, wo ist Punkt A, beziehungsweise wo ist Punkt B und wie komme ich von Punkt A nach Punkt B und was kostet das Ganze? A-Dorf nach B-Dorf. Richtig. Über C-Dorf, 12.05 Uhr, 13.05 Uhr Ankunft. Vielen Dank. Hat sich Erleichterung gesucht. Erleichterung wofür? Zum Bewegen. Er war vielleicht sportlich begabt und hat eben dann, ja, ich dachte, das heißt Röhnrad. Wie heißt es? Röhnrad. Ich denke, das ist vollkommen irrelevant, weil du musst drauf kommen, wo du deine Inspiration herkriegst. Ciao. Der Mann war Alkoholiker. Ja, rührend. Der Mann war Alkoholiker. Es fällt mir sehr schwer, mich da hinein zu versetzen. Das glaube ich Ihnen gern. Also, sicher, wenn ich mich auf eine Flasche setze, kann ich auch damit ein Stückchen rollen. Aber das dürfte es wohl nicht unbedingt gewesen sein. Vielleicht lag es am Alkohol, ne? Vielleicht konnte er nicht mehr heimlaufen. Keine Ahnung. Vielleicht hat er das vom Roller abgeschaut? Vom Roller abgeschaut, also das ist eigentlich keine schlechte Idee. Eduard aus dem Weg! Entschuldigen Sie, dürfen wir Ihnen gerade mal eine Frage stellen? Ja. Wer war der Karl Freier von Dreis? Das war der Erfinder von unserem Fahrrädle und nicht vom Roller. Wenn er an die Kutsche denkt, dass sich das vorwärts bewegt und er zwei sich hintereinander baut, zwei Räder, und dann, das wird es wohl gewesen sein. Okay. Was ist das denn hier? Jungs, wir sind wieder in den 90ern, ihr könnt wieder ein bisschen Farbe reindrehen und diese Störungen rausmachen. Dankeschön. Entschuldigen Sie, dürfen wir Ihnen gerade mal eine Frage stellen? Wer war der Karl Freier von Dreis? Bitte? Wer war der Karl Freier von Dreis? Verstehe Sie nicht. Wer war der Karl Freier von Dreis? Ich weiß es nicht. Ich sag Ihnen, das war der, das Laufrad erfunden. Was glauben Sie, wie kam auf die Idee? Mr. Dreisine heißt der Typ. Mr. Dreisine, richtig. Was glauben Sie, wie kam Mr. Dreisine auf die Idee, die Mrs. Dreisine zu erfinden? Der war einfach verrückt. Nee, ich glaube, er war irgendein Forstmeister oder sowas ähnliches. Vielleicht war sein Pferd gestorben. Da hat er auch so komisches Wetter gemacht, oder? Na, wahrscheinlich hat er irgendwie, war ein Bastler oder ein Tüftler, schätze ich mal. Oh, da wird sich wohl Gedanken gemacht haben, ne, wie man so ein bisschen vorwärts kommt. Der wollte sich jedenfalls also fortbewegen, ohne zu laufen. Aber er ist ja gelaufen, war ja ein Laufrad. Ja genau, das ist nämlich jetzt schwierig zu beantworten. Jetzt möchte ich Sie fragen, was glauben Sie, wie kam der Mann auf die Idee, das Laufrad zu erfinden? Meine Liebe, was wollen Sie mit der Kaufhalle? Was wollen Sie? Vielleicht kam der Freier von Dreis ja auch in der Badewanne auf die Idee, das Laufrad zu erfinden. Schließlich entstehen ja die besten Ideen in der Wanne. Oder er hat sich bei IKEA einen Do-It-Yourself-Bausatz für ein Dreirad bestellt. Es wurden aber nur zwei Räder geliefert.
Der Dreissatz, die Zahl 30 und davon sogar 10 Stück, von 30 bis 39, der Sender Dreissatt, der Milchdreis, wenn der kleine Hunger kommt, die Vielfalt an Erfindungen dieser historischen Kultfigur ist scheinbar endlos. Woher hat der Mensch all seine Einfälle und vor allem, wie kam er auf die Idee, das Laufrad zu erfinden? Jetzt kennen wir ihn ja ein bisschen besser, also fragen wir ihn doch einfach mal selbst, Karl Freiherr von Dreiss, wie kamen Sie auf die Idee, das Laufrad zu erfinden? Scheiße, die hatten damals gar keinen Ton. Ja, die hatten damals auch keinen Film. Eduard aus dem Schwarzbild. Ja, schon gut.